Wir befinden uns hier im Bereich Active Safety und an dieser Station dreht sich es hauptsächlich um Leittrag ESP. Nutzfahrzeuge haben einfach größere Bremsanlagen und dafür braucht man ein leistungsfähigeres ESP-System, was einmal von der Pumpe eine höhere Förderleistung hat, aber auch High-Flow-Ventile, dass sie beim Einbremsen schneller den gewünschten Bremsdruck erreichen. Die Vorteile sind vom ESP-System, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel einen doppelten Spurwechsel machen, würden Sie ja ohne ESP schleudern. Und diesen Vorteil haben wir eben dadurch jetzt auch im Nutzfahrzeugbereich. Und wir müssen aber dazu, um das Schleudern zu verhindern, schneller einen Druckaufbau im Rad gewährleisten. Und das geht eben nur mit einer höheren Pumpenförderleistung. Und wir müssen es natürlich auch auf die unterschiedlichen Beladungszustände anpassen. Und dafür haben wir integriert im ESP9TE eine Massenschätzung. Die Innereien kann man hier in so einem Plexiglasmuster sehr gut sehen. Wir haben hier vorne den Elektromotor vom ESP9TE. Der eben leistungsverstärkt ist. Dann haben wir hier die Hydraulik, sprich das Pumpengehäuse mit den High-Flow-Ventilen und den vergrößerten Pumpenelementen. Und auf der Rückseite haben wir das Steuergerät, in welchem der Motorpfad aufgrund der größeren Leistungsaufnahme des Motors optimiert wurde. Der Hintergrund ist unter anderem erstmal der Sicherheitsvorteil, den das ESP-System bringt, den möchte man natürlich auch im Nutzfahrzeugbereich nutzen. Zusätzlich hat es aber auch der Gesetzgeber erkannt. Das heißt, in den kommenden Jahren kommt für die hydraulisch gebremsten Lastwagen bis 8 Tonnen eine ESP-Verpflichtung. Bosch. Invented for life.